Wenn ich sie selber übernehme, dann bin ich wenigstens vollkommen auf das Dungeon-Netz fixiert. Die lassen sich immer so gern von allen möglichen ablenken. Ja, okay. Ich sehe nicht mal, dass er mich geschlagen hat. Ich halte so viel aus. Und kaputt. Kommen gar keine Sprüche mehr. Es ist auch ziemlich gemein gewesen mit den schwarzen Engeln. Die waren zwar nicht alle Level 10, aber einer von dem reicht eigentlich schon aus. Und ehrlich gesagt ist es auch meine Lieblingseinheit, weil die einfach so unglaublich stark sind. Ich habe noch keinen vergleichbaren gefunden. Die sind nicht langsam, die können auch nicht austeilen, die können auch nicht einstecken. Bittet in diesem Tempel die Götter der Unterwelt um Hilfe. Die Feuerfalle in 360 Grad Radius, 3000 Grad Celsius. Gesundheit? Schwarzen Engel kann kein Feind euch mehr widerstehen. Der große Sieg ist in greifbarer Nähe. Schon bald wird das Land an der Oberfläche den eiskalten Würgegriff der Finsternis kennenlernen. Das hoffe ich doch. Die Prinzen haben versagt bei ihrem Versuch, eure Kämpfer gegen euch zu wenden. Als Nemesis hörte, dass er die Unterstützung der Schwarzen Engel verloren hat, bekam er einen Wutausbruch von apokalyptischen Ausmaßen. Gelinde ausgedrückt. Aber ich bin sicher, er plant schon seine Rache. Doch hütet euch vor der Selbstüberschätzung. Ihr müsst immer noch Nemesis vernichten, die Prinzen finden und den König selbst besiegen. Das ist noch ein mächtiges Stück Arbeit. Burg Kirschhain. Endlich habt ihr Nemesis in der Falle. Hier in den alten Ländereien der Burg Kirschhain. Dieser lästige Kieber hat uns zum letzten Mal herausgefordert, zeigt ihm, wie stark ein echter Kieber ist. Er hat sich mit seinen beiden Söhnen hier verschanzt, die ebenfalls beide Kieber sind, und hält das Land in einem Würgegriff. Doch selbst Familienbande zählen hier kaum. Wenn ihr beweist, dass ihr stärker seid als Nemesis, wird dieses Bündnis mit seinen ehrgeizigen Nachkommen mit Sicherheit zerbrechen. Kommt, meine Söhne, macht euren Vater stolz. Die Jahre verlangen mir ihren Preis ab und so ruht jetzt das Schicksal der Familie auf unser aller Schulter. Ein anderer Kieber kontrolliert dieses Reich und seine Macht ist erheblich. Doch die eure wird noch größer, wenn ihr ihnen ihren Juwel abnehmt. Nemesis, der Vater von Faust und Fabius, vergeudet viel Zeit und Energie darauf, Kämpfe zwischen seinen Abkömmlingen zu verhindern. Plant gut und ihr könnt das zu eurem Vorteil nutzen. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Oh, wir haben schon die ersten Erteilt Kreaturen. Erteilt euren Gefangenen eine Lektion. Baut eine Folterkammer. So, da was Tempel. Feuerfalle. Mach mal hier einen Schlafsaal draus. Bin ja froh, jetzt habe ich ja sämtliche... Machen wir mal ein bisschen größer. Also was, wir machen ja noch einen ganz großen Durchgang. Hier genauso. Wird das Hühnerfarm. Oh, die sind ja ganz schön nah. Ich habe gedacht, wir haben jetzt ein bisschen... Ja, die sind vielleicht sonst irgendwo. Hier hinten ist anscheinend noch ein Portal. Das holt sich garantiert der Grüne. Ich glaube, wir vernichten erstmal Grün, weil der einfach näher ist. Und der hat natürlich eine Edelsteinader. Was auch sonst.
Barrikaden. Ja, ist halt gemein, dass die immer ihren Dungeon schon haben, aber die sind halt schon länger in dem Land hier. Und eine Mana-Gruft. Aber trotzdem sind denen seine... Die Nebendungeons jetzt nicht so... Ja. Der Aufbau gefällt mir jetzt persönlich auch nicht so. Vor allem die Schatzkammer ist viel zu klein. Ah, der hat auch eine Edelsteiner. Ah, eine Edelsteiner da. Okay, Grün muss auf jeden Fall leiden. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Oh ja, natürlich. So, Problem gelöst. Als nächstes werden sie bestimmt unglücklich, weil sie keinen Platz, nichts zum Essen haben. Aber bisher haben sie einfach noch keinen Hunger, das ist ganz gut. Ne, ich brauche eine andere Sicht der Dinge. Auf jeden Fall, Nemesis hat den Portaljuwel hier drin. Und den brauchen wir. Die anderen Keeper sind eigentlich unwichtig. Ob wir was mit denen machen, weiß ich noch nicht. Grün auf jeden Fall. Aber gelb... Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Brauchen wir gelb unbedingt? Oh. So mächtig wirkt er jetzt auch nicht. Aber das Problem ist halt... Oh, ein magischer Gegenstand. Mana-Schub. Wir sind jetzt noch am Anfang. Wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Und die haben halt schon den Vorteil, dass sie ihre ersten Sachen fertig haben. Oh, wir kriegen einen neuen Zaubersicht gerade. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Die ist sehr willkommen. Eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. So, da haben wir schon mal die Basics fast wieder. Wenn wir schon wieder beim englischen Thema sind. Hier kommt die Bibliothek hin. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Denn ich mag Bücher. Ich lese ja sowieso sehr gerne. Ah, ich sehe, ihr habt einen Magier. Den könnt ihr hier einbringen. Acht, das sollte reichen. Und hier nochmal einen Regalplatz anbringen. Zumindest wenn sie es noch ein bisschen ausbreiten. Dafür habe ich kein Gold. Das ist aber schön. Ich habe kein Gold mehr. Erteilt euren Gefangenen eine Lektion. Baut eine Folterkammer. Ende verstärken und mehr Mana. Das altbewährte Problem, wir haben kein Geld. Das habe ich ja öfters mal... Oh ja, Problem gelöst. Ich habe Gold gefunden. Ihr erbeutet ein Portal. Die Hühnerfarm würde ich aber gerne noch ein bisschen ausbauen. Und ab jetzt ist es auf jeden Fall wieder sehr wichtig für mich. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ach, was mache ich denn? 3-3. Eine neue Spezies. Kerker ist für mich jetzt wieder wichtig. Warum, werde ich euch noch zeigen. Denn es gibt eine Möglichkeit... Brauchen wir wieder Gold. Ah, 2,7 haben wir. Ein bisschen Gold sollten wir auf jeden Fall sparen. Aber das hier ist ja wichtig. Da oben ist auch Gold.
Vielleicht haben wir ja auch irgendwo eine Edelsteinader, von der ich nichts weiß. Werde ich aber gut finden, wenn es mir jemand sagen würde. Da irgendwas? Da ist Lava? Sehr aufschlussreich. Ach, da graben wir einfach mal hin. So. Ah, noch mehr Gold. Eine schöne Brücke, damit unsere Imps keine nassen Füße kriegen. Da nicht. Das wird unser Kerker. Denn für meine Zwecke brauchen wir einiges an Skeletten. Und jetzt kann hier die Schatzkammer sein. Die könnte ich dann mit einer magischen Tür noch sichern. Oder? Vielleicht auch doch besser nicht. Könnte ich zum Trainingsraum machen. Ah, die Schatzkammer ist mir vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich, wenn die so weit außerhalb ist. Vielleicht. Ach, ich weiß auch nicht. Könnte ich hier eine Schatzkammer reinsetzen? Ja, damit kann ich eher leben. So, aber ich glaube, dann muss ich die Folge jetzt langsam schon wieder beenden, weil ich muss das Ganze noch speichern und ich muss morgen wieder arbeiten und deshalb kann ich nicht ewig aufnehmen heute. So, aber ein kleines Gefängnis, das wird mal ein bisschen größer. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Neuer Zauber. Ah, Inferno. Inferno. Ein Zauberspruch, der das Geschöpf in Reichweite in einem gewaltigen Feuersturm hineinsaugt, aus dem die verkohlten Leichen in alle Himmelsrichtungen hinausgeschleudert werden. Der Zauberspruch Inferno beschädigt auch Wände, Verstärkungen, Fallen, Türen und Barrikaden. Also Inferno ist schon mal ein recht guter Zauber. Wenn ihr ihn allerdings auf dem Salamander einsetzt, ist der Effekt tatsächlich nahe Null. Salamander sind feuerbeständig. Und tatsächlich verletzt dieser Zauber auch eure eigenen Leute. Oh, das soll Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Kerker reichen. So. Hier kommt noch was Besonderes hin. Das werden wir später noch sehen. Gold haben wir genug. Schön. Wo ist denn der Imp? Ach, das sind Skelette. Es ist Zahltag. Erteilt euren Gefangenen eine Lektion. Baut eine Folterkammer. Gut, mit den Skeletten habe ich noch was vor. Ganz gut, dass die jetzt schon gekommen sind. Ich stelle euch mal die Dienste zur Verfügung. Dies braucht sie nicht. Oh, jetzt erschaffen wir erstmal massig Gold. Das mache ich jetzt alles noch, bevor ich aufhöre. Naja, massig Gold, das sieht anders aus. Ein Ort der Anbetung, wo die Geschöpfe in eurem Dungeon die alten, finsteren Götter verbinden. Setzt ein Geschöpf hinein und es wird nicht nur fröhlicher, sondern erzeugt auch mehr Mana. Genau das ist der springende Punkt. Was er gerade gesagt hat, es erzeugt Mana. Eine Folterkammer.
Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Und wenn ihr mal schaut, wie viel Mana wir jetzt produzieren. Und mit dem Mana können wir zusätzliches Gold herstellen. Und damit können wir wieder mehr Tempelanlagen holen. Und Skelette sind eigentlich die optimalen Bildleute. Aus dem einfachen Grund, die essen nicht, die schlafen nicht, die holen kein Gold, die machen gar nichts anderes, außer das, was ihr ihnen auftragt. Und wenn ihr sagt, die sollen beten, dann beten die durchweg und ihr habt Mana ohne Ende. Einziger Nachteil, ihr könnt die natürlich dann nicht mehr im Kampf einsetzen, weil sie im Grunde für andere Sachen wertvoll sind. Und ich rate euch auch immer, Skelette sollten immer beten. Weil Mana ist im Grunde ein unendlicher Goldmultiplikator für euch und... Ich glaube, mit den Worten verabschiede ich mich für heute. Das war Let's Play Dungeon Keeper 2 für heute. Und bei der nächsten Aufnahme werden wir Grün hier vernichten. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Wir nennen ihn einfach den grünen Giftzwerg. Ja. Und dann werden wir uns dieses Land auch noch holen. Und dann sind wir schon fast so weit, dass wir uns dem König selbst entgegenstellen können. Oh, kommt man dann ins Portal? Soll ich vielleicht mal einen Weg hingraben, noch schnell? Ein Portal mehr schadet ja nicht. So, dann bis zum nächsten Mal. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ciao. Expressus America. Ah, ja.